bis auf zwei Positionen immer noch genau die gleiche Stammelf wie an der Europameisterschaftsendrunde 2000. Viele Spieler sind 30-jährig und älter. Der Verjüngungsprozess, der von Katanec zwar angestrebt wird, kann mangels guter Spieler nicht stattfinden. Ciriakos Forza auf der Auswechselbank immerhin, denn zwei Spieler wurden sogar auf die Tribüne gebeten wegen totaler Überzähligkeit, Bruno Berner und Ramon Vega, und das ist die Mannschaftsaufstellung der Schweizer mit nur noch drei Deutschschweizer Spielern im Moment, dem Zürich St. Galler Marc Zellweger, dem Oberwalliser Vicky und der dritte im Bunde ist natürlich Alex Frey, der Baselbieter, der hier sozusagen ein Heimspiel im engeren Sinne bestreiten kann. Die Atmosphäre eindrucksvoll. Endlich ein richtiges Schweizer Nationalstadion. Endlich dürfte bei einigermaßen guter Darbietung auf dem Platz hier die Stimmung gut sein. So, gleich kann es losgehen. Enzo Trocero kann seine Nervosität nicht verstecken. Jacek Granat, der polnische Schiedsrichter, noch ein relativ unerfahrener Mann. Gehört zum Beispiel noch nicht zu den Schiedsrichtern, die in der Champions League arbitrieren. Und dann geht es los, natürlich bei ganz anderen Platzverhältnissen als auf den Färöerinseln, ein billardtischmäßiger Rasen hier im Basler St. Jakob Park. Das ist Marinko Galic, einer von nur zwei Spielern, die auch in der slowenischen Meisterschaft agieren, bei Maribor, der andere ist Torhüter Marko Simeunovic. Also die beiden hintersten Leute in der slowenischen Nationalmannschaft spielen noch zu Hause. Die anderen neun sind alle Legionäre. Fournier, die neue Nummer 10 in der Schweizer Nationalmannschaft. Die Rückennummer mit dem gewissen Prestige. Nkufo lenkt ab. Das ist Torhüter Marko Simeunovic, auch er schon 34 Jahre alt. Mladen Rudonja. Und eine Schussmöglichkeit für Alex Zech, die aber in Extremis noch verhindert wird. Der erste gewonnene Zweikampf von Stefanoscho, der sogleich mit Applaus quittiert wird. Alex Frey kann den Ball nicht halten. Das ist der Star des slowenischen Teams, Latko Zahovic von Champions League-Finalist Valencia. Und schon wieder erobert sich Ancho einen Ball. Blaisen Kufo wird geschickt und das könnte bereits die erste gelbe Karte geben. Der Schiedsrichter belässt es noch bei einer Ermahnung. Ein rüdes Foul von Alexander Knaus vom österreichischen Meister Tirol Innsbruck.
Er wird in seiner Position beim Verein durch den St. Galler Marco Zwissig ersetzt werden, denn Knaus ist wegtransferiert worden in die deutsche Bundesliga zu Kaiserslautern. Fournier beim Freistoß. Auch Stefan Ocho ist mit nach vorne in den gegnerischen Strafraum aufgerückt. Zupft noch einmal seine Captain-Binde zurecht, als wollte er darauf hinweisen, ich bin der Chef hier in dieser Mannschaft. Das kleine Theater mit der Captain-Binde ist sicher noch lange nicht ausgestanden. Ocho gehört zu einem der vier Spieler, die mit einer Verwarnung zu Buche stehen. Sollte er also heute wieder verwarnt werden, würde er dann im nächsten Spiel fehlen und man bräuchte erneut wieder einen anderen Captain. Zahovic für Ostertsch. Viel Applaus jeweils für die Schweizer Verteidiger, die einen Ball hinten wegspedieren können. Man hat so ein bisschen das Gefühl, hier ist das Publikum durch Massimo Ceccaroni sensibilisiert und liebt einfach solche Aktionen. Kuffer, der sich sehr viel bewegt und deshalb immer gut angespielt werden kann. Dann ein Ball auf Alex Frey. Vier Länderspiele, vier Tore hat er erzielt. Allerdings drei gegen Luxemburg, eines gegen die Färöerinseln. Ein Treffer gegen einen namhafteren Gegner fehlt noch. Der soll, wenn möglich, schon heute gegen die Slowenen, den EM-Endrundenteilnehmer 2020. Fall. Zellweger gewinnt wie die anderen Schweizer Verteidiger die Zweikämpfe. Und Nkuffo kann erneut nur mit einem Foulspiel gebremst werden. Quentin rückt mit nach vorn. Ganz offensichtlich wird in der Sturmspitze Alex Frey gesucht, vorläufig aber noch nicht gefunden. Frey holt sich diesmal selbst einen Ball und erneut Freistoß für die Schweiz. Die Schweizer zweikampfstark und vor allem auch antrittsschnell und das bedeutet, dass die Slowenen immer wieder zu Foulspielen Zuflucht nehmen müssen. Fournier, auch der Sforza-Nachfolger in Sachen Ausführen von Freistößen. Vogel für Nkuffo. Das ist Johnny Novak, der in der Bundesliga bei Unterhaching spielt, mit 59 Länderspielen der erfahrenste slowenische Nationalspieler. Wieder zuerst am Ball. Vicky Vogel und Kuffo. Zellweger. Diesmal war es kein Foul.
Aber Vogel hat den Ball schon wieder. Slowenen sehen in der Anfangsphase dieser Partie wirklich kaum einen Ball. Das heißt, sehen tun sie ihn schon, aber berühren können sie ihn kaum, bis auf diesen Fehler von Pascolo hin. Zachovic. Osho hat die Übersicht und lässt den Ball in Behind rollen. Bitte keine Flüchtigkeitsfehler. Cesar und Stiel auf der Ersatzbank. Ein Kuffo setzt sich wieder mit seiner körperlichen Robustheit durch. Ein versuchtes Steil zu spielen auf Mladen Rudonja. Einwurf für die Slowenen. Mazzarelli und Sforza. Patrick Müller kompromisslos. Er hat ja genau vor 3 Jahren, auch am 6.6. hier sein Supertor geschossen gegen Jugoslawien. Das Tor, das ihm einen Vertrag bei Juventus Turin einbrachte. Nachher gelang ihm nur noch eins bisher in der Nationalmannschaft. Kein Foulspiel. Die beiden Nummern 3 gegeneinander. Quentin gegen Milinovic. Zeljko Milinovic spielt in Japan bei einem Verein namens JEF und der ist immerhin Dritter der japanischen Meisterschaft. Der Grund für diesen japanischen Abstecher, der Ex-Nationaltrainer der Slowenen Verdenik, ist dort jetzt Trainer. Im Bild Amir Karic, das ist der Mann, der vom Platz gestellt wurde im Hinspiel. Vogel war zwar etwas spät dran, hat den Ball aber trotzdem noch erobern können. Fournier mit wenig Anspielmöglichkeiten, verzögert, kann sich Luft verschaffen. Lombardo. Frei. Findet den Abschluss Trichter. 0:0 steht es indes nach 12 Minuten immer noch. Das ist typisch Alex Frei, wenn er den Ball hat, versucht er sich sofort in Abschlussposition zu bringen und zögert nicht lange mit dem Torschuss. Frei in den Rücken gestoßen, der Schiedsrichter toleriert das. Osho gegen Osterc und Zellweger lanciert den Kuffo. Missglückt. Missverständnis bei den Slowenen, die Schweizer nützen das aus, Fournier
Vicky. Da hätte man mit dem Ball auch etwas Gescheiteres machen können, als ihn wie Novak kampflos in Seiten aus zu befördern. Quentin dankt. Und Frey sucht schon wieder die Abschlusslücke. Sehr aufsässig, sehr gut, sehr erfolgreich in den Zweikämpfen die Schweizer in der Anfangsphase dieses Spiels. Quentin mit erstaunlich vielen Offensivaktionen läuft auch jetzt in Richtung Strafraum sogar. Ungenau der Pass von Lombardo. Fournier bereits wieder da. Und dann Frey, die Möglichkeit. Eine schöne Spielszene. Alex Frey löste sich hervorragend. Trifft dann aber das ziemlich leere Tor nicht. Aber diese Szene lässt hoffen für den weiteren Verlauf dieser Partie. Pflegt der Aufbau der Schweizer, Zellweger erneut offensiv in Aktion, verfolgt von dem Mann, den er eigentlich decken sollte, Rudonia. Auch Fournier hat hier nicht ganz einsichtig die Zufallsvariante gewählt. Beim Ball weiterleiten und Freistoß für Slowenien. Gefault wurde Mladen Rudonja, seit 46 Länderspielen Sturmspitze und er hat noch keinen einzigen Treffer geschossen in der Nationalmannschaft. Bei der Geisterbeschwörung vor dem Spiel sollen sich die slowenischen Nationalspieler jeweils immer sagen, wenn der Rudi heute ein Tor schießt, und da ist der Rudi, der Rudonja, aufgepasst. Wenn der Rudi ein Tor schießt, dann lösen wir die Mannschaft auf, sagen sie sich jeweils vor dem Spiel. Manchot schaut sich ein bisschen hilfesuchend um und nimmt dann Vogel in den Angriff mit. Viele Schweizer auf der rechten Angriffsseite. Vicky. Zlatko Zahovic trug, so sagt es mir mein slowenischer Kollege, im Champions-League-Final das slowenische Nationaldress unter dem Valencia-Dress. Und wenn er ein Tor geschossen hätte im Champions-League-Finale, hätte er das Valencia-Dress ausgezogen und Werbung für Slowenien gemacht. Allein, es kam nicht dazu, ganz im Gegenteil. Zahovic gehörte zu denen, die ja im Penalty-Schießen versagt. Nkuffo herrlich hochgestiegen und Verteidiger, Stratege Marinko Galic, eine Art Libero im Team der Slowenen, kann befreien. Fournier, Lombardo,
und Freistoß. Massimo Lombardo, der wie immer auf der für ihn eigentlich falschen linken Mittelfeldseite spielen muss, weil es hier keine Alternativen gibt. Seine bevorzugte Position wäre eigentlich im Mittelfeld ganz rechts. Aber dort spielt in der Nationalmannschaft Rafael Vicky. Lombardos Freistoß. Alle Spieler, mit Ausnahme von Pascolo natürlich, sind in der Platzhälfte der Slowenen. Die Schweizer Überlegenheit ist nahezu so drückend wie im Spiel gegen die Färöerinseln. Kleines Rencontre zwischen Sachovic und Quentin. Rodonia. Dann wird Sachovic angespielt. Zellweger und Vogel. Jetzt gibt's Geld. Zu oft wurde Nkuffo im Verlauf der ersten 20 Minuten schon gefoult und nicht zum ersten Mal von Alexander Knaus. Gelb gegen ihn. Fournier lanciert frei. Missverständnis zwischen Quentin und Fournier. Mit kleinen Auswirkungen, die Schweizer dürfen einwerfen. Lombardo wollte außen durchziehen. Es gibt einen Wurf für die Slowenen. Fournier ist sehr einsatzfreudig. Die Slowenen sind froh, können sie für einige Augenblicke den Ball in ihren Reihen beanspruchen. Sachovic gegen Quentin, ein Duell, das es in sich hat. Wieder wird frei lanciert von Nkuffo. Und Eckball.
Alex Frey, der Torschütze zum Siegestreffer auf den Färöerinseln, hat ja erklärt, gegen die Slowenen wird es für uns Stürmer einfacher. Denn das wird ein ausgeglichenes Spiel geben mit Raum. Für uns gegen Slowenien werden wir dann nicht mehr nur immer pausenlos anrennen müssen. Wenn er sich da nur nicht getäuscht hat. Die Slowenen etwas überraschend, tatsächlich sehr defensiv eingestellt. Aber natürlich mit einigen Angriffen, wann immer sich die Chance bietet. Und im Sturm sicher gefährlicher als das Team der Färöerinseln. Aber im Großen und Ganzen müssen die Schweizer hier wieder anrennen, angreifen und die Lücke in einer vielbeinigen gegnerischen Abwehr suchen. Quentin gegen Sahovic, nicht zum ersten Mal eine kleine Rempelei zwischen den beiden. Und Assistenztrainer Daniel Romeo regt sich auf. Fournier vorbei an Rudoni. Zellweger. Von Rudonja gefault. Mladen Rudonja hat ja auch einmal ganz kurz in der Schweiz gespielt bei Lugano. Rudonja, ein Fußball-Globetrotter, hatte schon Verträge in Belgien, jetzt in England bei Portsmouth. Das nächste Foul, das Opfer ist Raphael Vicky. Er hat sich aber mehr beim Sturz wehgetan, als durch eine direkte Einwirkung des Gegners. Vogel. Minuten gespielt. Die Schweizer sind ganz klar die Chefs auf dem Platz, was noch lange nicht heißt, dass sie dieses Spiel gewinnen werden. Jetzt nur nicht übertreiben mit dem Spiel hinten herum. Aber die Schweizer sehr ballsicher.